Da ist sie. Hallo Helene. Hallo, Schön, hallo. schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Hört ihr mich? Ja. Ja, ah, ich wir kriege hören gerade dich. einen Daumen hoch. Okay, super. Schön, dass du da bist, wenn auch nicht persönlich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit uns zu sprechen. Ich wäre sehr viel lieber persönlich da, das muss ich kurz vorweg sagen. Aber dennoch danke für die Einladung. Helene, Verbrechen war ein absolutes Ausnahmeprojekt. Sechs namenhafte Regisseurinnen haben jeweils eine Erzählung von Ferdinand von Schirach aus dem Buch Strafe verfilmt, beziehungsweise eine Geschichte stammte aus dem Band Verbrechen. Das waren hochkarätige Schauspieler. Was auffallend ist, dass sich dieses Projekt nicht gerade geschmeidig einreiht in Sissi, der König von Palma, glaube ich, und Prince Charming. Kannst du uns kurz berichten, wie dieses Projekt bei RTL Plus gelandet ist? Ich erinnere mich, dass so vor 4, 5 Jahren Oliver Berben und Jan Ehlert auf mich zukamen. Oliver Berben kannte ich dadurch, dass Konstantin-Film damals Axolotl Overkill, meinen letzten Film, verliehen hat. Und Jan Ehlert war da gerade neu eingestellt als Fernsehchef, wenn ich mich richtig erinnere. Und die trafen mich im Café Einstein in Berlin und sagten, es ist eine verrückte Idee, aber Helene, hättest du Lust, bei einem sehr freien Regieprojekt dabei zu sein? Es war explizit als Regieprojekt kommuniziert worden. 5 Kurzgeschichten, 5 Regisseure, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Also, und dazu wurde direkt gesagt, es klingt ein bisschen irre und nach dem Gegenteil herkömmlicher, gerade vorherrschender Standards. Und die waren aber auch so euphorisch und tendenziell fast auch ein bisschen ungläubig der eigenen Idee gegenüber, dass das sofort extrem annehmend war. Und ich, obwohl ich eine gewisse Skepsis den Texten Ferdinand von Schirach gegenüber habe, sofort dabei war, weil das einfach gut klang. Also, ja. Und bei RTL Plus, es gibt, das war deine Frage, entschuldige bitte. Das war dann ein recht langer Prozess, weil ich glaube, viele Leute sich gegen diesen und viele Redaktionen sich erstmal gegen diesen sehr radikalen und freien Ansatz gewehrt haben und die Movie, die Produktion, allerdings auch das nicht unter Wert verkaufen wollte. Also die wussten, das funktioniert nur mit einem gewissen Budget und wenn gewährleistet wird, dass da alle wirklich durchsetzen können, was sie wollen und da nicht so eine halbe Nummer draus gemacht wird. Und irgendwann stieg interessanterweise RTL Plus ein, fast ohne Bedingungen. Wir haben einfach gesagt, wir geben euch das Geld und macht, was ihr wollt damit. Und das finde ich schon erstaunlich ritterlich, vor allem für RTL Plus, wo man ja in erster Linie an RTL denkt und an, ich weiß nicht, nee, Shopping Queen ist Vox, aber alles, was in die Richtung geht, GZSZ, ja. Das war meine erste Assoziation. Das finde ich wild. Das finde ich ein ganz interessantes Beispiel dafür, wie sich gerade alles neu aufstellt, beziehungsweise was für ein wilder Westen eigentlich diese Serienlandschaft und diese Streaminglandschaft zurzeit ist. Das ist total bezeichnend irgendwie. Dann weißt du, wie Verbrechen vom RTL Plus Publikum von den Streamern aufgenommen wurde? Nö, ich habe absolut keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Okay, ja, das schade, dass hier keiner der Produzenten mehr sitzt. Das wäre natürlich interessant gewesen zu hören. Wie fand die Auswahl der Geschichten statt? Ferdinand von Schirach, war der damit einbezogen? Und Oliver von Berben, haben die euch die Geschichten zugeteilt? Oder habt ihr euch zusammen hingesetzt und jeder hat praktisch die Hand gehoben, welche Geschichte er gerne adaptieren würde? Ja. Es gab einige zur Auswahl, ich würde mal sagen 20, 25, die noch nicht verfilmt wurden in einer der anderen Fernsehbearbeitungen dieser Stoffe. Ist ja schon ganz viel von Schirach verfilmt worden. Immer in so einer ARD 21.15 Logik. So. Es gab ein paar Geschichten, die übrig waren und interessanterweise gab es bei den 5 Regisseuren keine Überschneidung in der Auswahl. Also ich glaube, die Sorge, die die Produzenten hatten, war, dass alle sich auf dasselbe Ding stürzen. Das war nicht der Fall. Alle wussten sofort, welche sie nehmen würden. Und es gab keine Überschneidung. Ja. Und was hat dich an Subotnick gereizt?
Ich hatte mir vorher, also wirklich sehr jung, als ich überhaupt angefangen habe, mich mit Film zu beschäftigen, mal vorgenommen, niemals eine Vergewaltigungsgeschichte zu erzählen, beziehungsweise Gewalt an Frauen zu bebildern oder die zu reproduzieren, indem ich einen Film drüber mache, egal wie kritisch der Film diesen Vergewaltigungen gegenüber auch sich verhält oder so. Weil ich es immer eine Reproduktion finde und mich selbst davor eigentlich hätte schützen wollen. Ich finde es per se irgendwie interessanter, Gegenbeispiele zu verfilmen und einfach zu behaupten und die Art von Geschichten zu erzählen, anstatt das Elend nochmal doppelt und dreifach aufzudröseln, weil es irgendwie das Narrativ in der Welt lässt. So. Das war immer mein Ansatz. In dem Fall fand ich interessant, also es gibt verschiedene, ich war mir nicht ganz sicher, das war aber ein gutes Zeichen. Ich habe die Story gelesen, habe sie nicht gemocht, habe das Personal aber extrem gemocht, mochte, was für Welten da wie aufeinander knallen. Also diese in Shiras Geschichte türkische, bei uns kurdische Junganwältin, die sich aus irgendeinem Bereich emanzipiert hat und jetzt in dieser Wirtschaftskanzlei aufsteigen will. Dann dieser russische Menschenhändler und die Rumänin ohne Auge. Irgendwas daran gefiel mir, weil das eine fast willkürliche und trotzdem fast Tarantino-mäßige Konstellation an Leuten war. Und ich das auch irgendwie, hat das subtil gesamtgesellschaftliche Verhältnisse und Spannung auf den Punkt gebracht, ohne dass man jetzt hautraufmäßig behauptet, man sei politisch oder so. Also das gefiel mir total gut. Und das ist vielleicht auch wichtig für so einen Auswahlprozess, oder ich habe da extrem viel gelernt. Es war extrem gut, dass es da was innerhalb dieser Geschichte, die, glaube ich, nur 6-7 Seiten lang ist bei Schirach oder so, dass es da ganz viel Potenzial gab, gegen das ich mich habe wehren wollen. Also ich stand direkt in Kommunikation mit diesem Text und dieser Geschichte und diesen Figuren. Einerseits, weil ich die Figuren denen zu was anderem verhelfen wollte, als ihnen in dieser Story gegeben wird. Und auch, weil ich sofort dachte, das kann man doch so nicht machen und was erzählt der da und das ist doch zu kurz gegriffen und so. Ich glaube, es ist per se nicht schlecht, eine einem nicht ganz entsprechende Vorlage zu benutzen, solange die Faktoren hat, die einen interessieren, weil man sofort im direkten Austausch mit diesem Stoff irgendwie sich befindet. Das ist echt interessant und keine Hemmung hat und nichts gerecht werden muss und so. Und sich dadurch eine andere Freiheit irgendwie sofort breit macht. Und das hat wirklich Spaß gemacht, muss ich echt sagen, und ging sehr schnell und reibungslos. Einfach dadurch, dass sofort die Stoßrichtung klar war, wie man sich zu dieser Vorlage verhält. Ja. Also du hast dich praktisch daran abgearbeitet, kann man sagen. Ihr seid ja sehr unterschiedliche Regisseurinnen. Trotzdem haben diese Folgen auch was gemeinsam. Wir haben jetzt nur eine gesehen. Hattet ihr denn in irgendeiner Art und Weise inhaltlich, stilistisch, von der Besetzung her, von der Auswahl des Teams her, hattet ihr irgendwelche Vorgaben? Nein, nee. Im Gegenteil, und ich erzähle das mit einer Freude, weil das, glaube ich, das Gegenprogramm zu dem ist, was normalerweise gerade bei Streamingdiensten und so gefordert wird. Also ich höre von Geschichten, also ich höre Geschichten von Netflix-Produktionen, wo plötzlich am Tag 3 im Writers Room eine nie zuvor gesehene Hospitantin von Netflix irgendwie reinrauscht und sagt, der Algorithmus hätte ausgerechnet, die Hauptfigur darf in Szene 3 kein rotes Kleid tragen, weil die Leute steigen aus. Also da gibt es schon eine sehr, meinem Empfinden nach, aus allem, was ich höre und mitkriege, extrem maschinelle, anonymisierte Einmischung, die ich irgendwie beängstigend finde. Das war da nicht im geringsten der Fall. Im Gegenteil, das war das fand eher in einer Manier statt, wie, glaube ich, damals HBO und Showtime und so. Das sind ja alles ehemalige Sportsender gewesen, die jetzt diese ganzen tollen Qualitätsserien produzieren und das also auch gemacht oder irgendwie als erste gemacht haben. Und wo die Chefs da irgendwie saßen und merkten, sie haben nicht mehr genug Marktanteile, sie müssen jetzt eine Zielgruppe bedienen, die noch nicht bedient wird. Und das sind Leute, die Tabubrüche und radikale Ansätze und irgendwie viel künstlerischen Input wollen. Und ich gebe der Legende nach, ich weiß nicht, ob ihr das bei eurem Seriensymposium sowieso schon 40.000 Mal jetzt gerade gehört habt, aber der Legende nach ist das wirklich der HBO-Chef im Prozess dieser Idee mit den besten Serienmachern Amerikas zusammen an einem Tisch, hat denen nur eine Frage gestellt, nämlich, was sie niemals machen dürfen im öffentlichen Fernsehen.
Dann lachten alle und einigten sich darauf, die Hauptfigur dürfte, also wenn die Hauptfigur in der Pilotfolge sterben würde, das wäre das absolute No-Go. Und der HBO-Chef sagte, macht genau das und ansonsten habt ihr alle Freiheit, die ihr wollt. Und so ist Oz entstanden, die erste HBO-Serie in dieser Stilrichtung, diese Gefängnisserie. Und danach kam Six Feet Under und die Sopranos und so, die alle nach einem ähnlichen Muster, nach einem ähnlichen freien Muster, glaube ich, entstanden sind. Rede ich zu viel? Entschuldigung. Man kann das schlecht einschätzen, wenn man hier zu Hause sitzt. Das ist, ja. Und ein bisschen so war das jedenfalls auch. Also hatte ich den Eindruck auf jeden Fall. Es war je mehr gegen den Strom, desto besser. Bis hin zur Besetzung, die eine Rapperin, also Ebo, die das spielt, hat vorher nicht gespielt, sondern die war als Rapperin bekannt. Und es war interessant zu sehen, dass da nicht die geringste Sorge bestand, sondern alle sich irgendwie die Hände rieben und noch vor den Castingaufnahmen gesagt wurde, ja, super Idee, Hauptsache anders. War dir sofort klar, dass Ebo diese Rolle spielen soll? Oder wann kam dir diese Idee? Weil das ist ja vielleicht nicht die allererste, die man hat, dass eine Rapperin eine Anwältin spielt. Wie kamst du drauf? War das ein Blitz, während du diese Geschichte gelesen hast? Oder hast du dich lange mit der Figur auseinandergesetzt? Es läuft jetzt wieder auf ein Plädoyer dafür hinaus, Sachen zuzusagen und zu Veranstaltungen zu gehen, auf die man überhaupt keine Lust hat. Ebbe und ich waren nämlich, ich kannte sie gar nicht, ich kannte ihre Musik auch nicht. Wir waren aber während des Lockdowns gemeinsam bei so einer digitalen Lesung irgendwie. Also das wurde aufgezeichnet in Berlin in so einem Studio. Und ich hatte mich wirklich beim Eintreffen dort gefragt, warum ich das überhaupt zugesagt hatte, weil ich auch krank gewesen war und so. Und zufällig war Ebo auch da und hat von Fatma Aydemir Texte vorgelesen. Und das in einem sehr, sehr speziellen, mir zu dem Zeitpunkt unbekannten Ton, aber auch in einer unglaublich autoritären, intellektuellen Ernsthaftigkeit irgendwie, weil sie das so dermaßen gemeint hat, was sie da vorliest. Und das hatte eine Unmittelbarkeit und einen Humor, der mir total gefallen hat. Und beim Schreiben wusste ich, dass wenn man sich auf dieses Thema einlässt und versucht, auf eine Welt einzulassen, die man selbst nicht kennt, dass man erstens eine Hauptdarstellerin braucht, die kompetent genug ist, um was von sich da reinzugeben, auch ins Buch, auch in die Figur. Weil bei Schirach zum Beispiel in der Kurzgeschichtenvorlage, das ist die einzige Szene über den Hintergrund dieser Figur besteht darin, dass sie ihr Kopftuch verbrannt hat vor ihren Eltern. Und das ist alles so, also das kann man nicht eins zu eins einfach so verfilmen, weil das teilweise auch fast degradierende Klischees sind oder so. Deswegen war klar, da muss jemand dabei sein, der was reingibt. Und andererseits hatte ich vorher auch Sorge gehabt, dass man mit der Besetzung aus Faulheit und ich weiß nicht, ob das jetzt eine übergriffige Bezeichnung ist, aber was der größte Fehler gewesen wäre, wäre da so eine von 15 Tatortregisseuren in eine bestimmte Richtung schon gedrängte Vorzeigemigrantenschauspielerin oder so zu besetzen. Das wäre ganz falsch gewesen, weil das einfach den Raum dieser Person zerstört hätte, weil man da irgendwas sieht, was man kennt aus tausenden von Formaten, worauf man sich irgendwie mit sich selbst schon geeinigt hat, so werden jetzt eben türkische Aufsteigerinnen irgendwie gezeigt. Das wollte ich unbedingt vermeiden. Ja. Und da war Ebo einfach toll, weil sie diese Ernsthaftigkeit hat. Ja. Und diese Sprechweise. Ja. Sorry. Nee, das ist interessant zu hören. Ich wollte dich eh nach ihr fragen. Wie hast du sie dann auf die Rolle vorbereitet? Habt ihr nochmal gemeinsam recherchiert? Was wir gemacht haben, ist, wir haben mit einer Coachin gearbeitet. Aleph Irmak heißt sie und die arbeitet mit einer Methode, die Source-Tuning heißt. Also Source wie Source am Computer oder so und Tuning wie Feintuning. Das ist nicht uninteressant, weil das klingt, wenn man darüber spricht, vielleicht ein Ticken zu spirituell und ich bin eigentlich per se gegen Coaching. Also was ich erlebt habe in meinem Umfeld und auch selber bei Projekten, die Leute kommen schlechter aus Coachings raus, als sie reingegangen sind in den meisten Fällen. Also alles, was man in deren Unmittelbarkeit oder so toll fand, ist plötzlich weggebügelt zugunsten von so einer schlechten Variante eines Schauspielstudenten oder so.
Und in dem Fall war es aber total wichtig, dadurch, dass sie diese Hauptrolle hat und das vorhin nicht gemacht hat und es da ja auch extrem was geht, dass sie zumindest einen Bereich der Absicherung hat in der Vorbereitung, wo sie ganz klar identifizieren kann, ich spiele hier. So. Deswegen war dieses Coaching wichtig und dieses Coaching im Speziellen, die Source-Tuning-Methode ist interessant, weil es dann nur um Körper geht im Grunde. Also das ist jetzt, das müsst ihr googeln, das ist, das kann ich, glaube ich, nicht gut genug erklären, aber ich fand es einen hochinteressanten Prozess, der auch für die Schreibarbeit und für die Änderungen der Fassung und so wichtig war. Sie hat eigentlich, Hauptbestandteil der Arbeit war, dass sie Szene für Szene beschreibt, was sich in ihrem Körper abspielt, während sie liest oder an sie denkt. Und das kann man dann auch auf die anderen Figuren übertragen und so. Und da kommen irre Sachen raus. Also es werden praktisch Zustände hergestellt, die sie am Set abrufen kann. Und das klingt psychologisch zerfahren und irgendwie so ein bisschen spiri, ist es gar nicht. Es ist einfach ein total intensiver, emotionaler und sinnlicher Umgang mit dem Thema, was man dazu beackern kann. Das heißt, hat der Schreibprozess parallel stattgefunden zum Probenprozess oder hattet ihr schon die Drehfassung, als du sie gecastet hast? Wir hatten die Drehfassung, als wir sie gecastet haben, haben diese Figuren, vor allem den Hintergrund dieser Figur, allerdings noch in Absprache mit ihr stark verändert. Ja. Es ist viel auch, das muss ich dazu sagen, es ist sehr viel rausgeflogen. Also ursprünglich gab es keine zeitliche Begrenzung der Folgen. Die hätten also auf 60, 70, 75 Minuten sein können. Unsere Fassung war entsprechend lang und wir mussten ziemlich drastisch kürzen, auch im Schnitt noch. Unter anderem, es sind wirklich drei Charaktere vollständig rausgeflogen. Das ist ziemlich tragisch. Shamer hatte dann noch einen spielsüchtigen Taxifahreronkel, der irgendwie die moralische Instanz in der ganzen Nummer war und immer ihr sagte, steig aus diesem Beruf, mach's wie ich und so. Und das war alles... ja, eine Abarbeitung mit Ebo bzw. Ebro daran, was eine interessante Figur sein könnte, wo es darum geht, dass sie sich aus dem Zusammenhang emanzipiert hat, der eben nicht der klassische ist, sagen wir so. Ja, ja, nochmal, um auf die Figur zurückzukommen. Es sind mir zwei Dinge im Vergleich zur Kurzgeschichte aufgefallen. Zum einen, dass Ferdinand von Schirach sehr viel Wert auf diese Backstory gelegt hat, ja, sowohl in der Einführung als auch dann in der Bewerbungsszene mit dem Alten. Wir sehen hier jetzt in der Verfilmung ein ganz anderes privates Umfeld von der Hauptfigur, nämlich ihren Freund, der dann aber später nicht mehr auftaucht. Wie kam es zu dieser Entscheidung, diese Backstory rauszunehmen? Oder ist die vielleicht dann erst im Schnitt rausgeflogen und durch diesen Freund zu ersetzen? Also wie gesagt, wir wollten unbedingt vermeiden, was zu zeigen, was sich Ferdinand von Schirach unter der Emanzipation einer Durchschnittstürkin in Deutschland so vorstellt. Also sind deswegen total gegen dieses Ursprungsnarrativ angegangen, haben dann diesen spielsüchtigen Taxifahreronkel entwickelt und so. Und trotz dessen braucht es eine Spiegelung. Was interessant ist an der Figur, ist nicht, dass die sich gegen den Glauben ihrer Eltern richtet in der Geschichte, sondern dass sie sich überhaupt aus einem Zusammenhang emanzipiert hat, sagen wir so. Und das ist auch sehr einfach zu zeigen, indem man da ihren hooliganartigen Boyfriend weinend aus der Wohnung ausziehen lässt, in der sie jetzt alleine sein will. Das hat gereicht und ist fast ein Ticken interessanter, weil sich da sehr viel mehr erzählt, als wenn man da irgendwie die gesamte Familie beim Fasten zeigt oder so und sie hat keinen Bock mitzumachen oder wird gedemütigt, weil sie eben arbeitet oder so. Das wollten wir alle zumindest in diesem Zusammenhang nicht zeigen, ja. Okay, also da ging es dir auch darum, ein Klischee zu vermeiden. Ist das richtig? Ja. Okay. Es gibt noch eine Szene, die mir aufgefallen ist. Das ist eine Handlung der Figur, nämlich nach der Zeugenaussage. In der Geschichte von Ferdinand von Schirach geht Shamer in einen Club und wirft sich Pilze ein.
Bei dir geht Shema auch in einen Stripperclub und danach ins Puff und schläft mit einer Prostituierten, nachdem wir diese drastische Aussage über sexuelle Gewalt gehört und gesehen haben. Das hat für mich unheimlich brachial gewirkt und ich habe mich gefragt, was macht die da jetzt? Geht die da öfter hin? Muss die sich jetzt auch abarbeiten oder recherchiert die jetzt? Was war eure Motivation? Recherche ist kein schlechtes Stichwort. Also ich würde sagen, es gibt zwei Gründe für diese Szene, die recht spät erst ins Drehbuch kam, kurz vorm Dreh erst. Einerseits gibt es eine ganz klare Trennung zu dem, was man davor gehört hat, von der Zwangsprostituierten, die mehrfach wiederholt, dass sie nie Geld gesehen hat für das, was sie da zu was sie gezwungen wurde. Und wir sagen ja auch inzwischen nicht mehr Zwangsprostituierte, sondern Entführungs- und Vergewaltigungsopfer. Und andererseits, genau, und in der Bordellszene ist es dann so, dass man, ich weiß nicht, ob das lang genug drin ist im Film, weil wir, wie gesagt, drastisch kürzen mussten, dass es diese Nahaufnahme des EC-Kartengeräts gibt. Das ist ganz klar, es gibt da noch eine andere Art von Sexarbeit, die damit wirklich so gut wie nichts zu tun hat. Auf der Ebene, die da behandelt wird, zumindest nicht. Und andererseits, und darum geht es in dieser Szene, die versucht gerade in dem Moment rauszufinden, ob sie eine der Prostituierten ist, ob sie eine Nutte ist oder ob sie der Freier ist. Darum geht es in der Szene, würde ich sagen. Und das kann man natürlich nicht rausfinden. Ist natürlich auch eine Annäherung überhaupt an die Person, gegen die sie gerade da vor Gericht agiert hat, die sehr viel mehr mit ihr selbst zu tun hat, als die Person, die sie vor Gericht geschützt hat. Aber andererseits ist auch wirklich diese Fragestellung, bin ich die Nutte oder bin ich schon einer von den Typen oder irgendwas dazwischen. Also der Kampf mit sich selbst praktisch raus aus diesem Dilemma, in das sie durch diesen Prozess gekommen ist. Weil sie ja auch irgendwie selber von diesem Menschenhändler, sie merkt ja selbst, sie wurde auf eine gewisse Art und Weise missbraucht. Natürlich nicht in vergleichbarem Ausmaß, aber sich da dann zu orientieren und selbst wieder zu finden, fand ich das eigentlich das stärkste Bild, sie ausprobieren zu lassen, auf welcher Seite sie sich da eigentlich gerade eher befindet. Bleiben wir mal ganz kurz bei dem unbequemen Thema Darstellung von Sex und Gewalt im Film. Was ich unheimlich interessant fand, du warst die einzige Regisseurin, die die Tat, um die es vor Gericht geht, in diesen Kurzgeschichten bei Ferdinand von Schirach nicht inszeniert hast, sondern du hast die als Dialogszene oder fast eine Monologszene im Gericht gelassen. Hast du darüber nachgedacht, diese Szene, diese Tat zu inszenieren? Denkt man als allererstes darüber nach, dass das irgendwie sein müsste, hat dann total schlechtes Gefühl dabei. Und ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich mich gegen dieses schlechte Gefühl gewehrt und dann die ganze Zeit rumgegrübelt, wie man das umgehen und trotzdem machen kann oder so. Und es war aber ganz eindeutig, dass auf dieses schlechte Gefühl mit der Vorstellung, da eine Szene zu verfilmen, wo jemandem das Auge entfernt wird oder so, dass man das ernst genug nimmt, um es auch einfach zu lassen. Und interessant daran war eigentlich, also das war immer der Hauptehrgeiz, an keinem Punkt zu behaupten, man könne da mit diesem Film spürbar machen, was diese Figur erlebt hat, weil das kann man nicht. Woran man sich abarbeiten kann filmisch, ist daran, ob es überhaupt möglich ist, sowas zu kommunizieren und wem anders klarzumachen, verbal. Und wenn ja, ob es sogar die Möglichkeit gibt, für einige wenige Sekunden für einen Zuhörer oder jemanden, der das aufnimmt, was da berichtet wird, ob es irgendwie möglich ist, das doch nachzuvollziehen, ohne es erlebt zu haben. Zumindest für 1, 2, 3 Sekunden oder so. Und um diesen Moment ging es eigentlich, also dieses langsame Einsickern des Erlebnisses von jemand anderem, das man eigentlich versucht abzuspalten. So ist auch der Übersetzer natürlich ins Spiel gekommen, der am Anfang diese ganzen Horrorhaftigkeiten auf eine fast bürokratische Weise völlig abgespalten
nacherzählt und dann irgendwann zusammenbricht, weil es ankommt. Und eigentlich ging es um diesen Moment viel, viel eher, als um es darum zu bebildern, wie so ein Auftragskiller wen platt macht. Ja, ja. Ganz kurz nochmal ganz allgemein, du hast nicht alleine geschrieben, du hast dir eine Drehbuchautorin hinzugeholt, Esther Preußler. Kannst du kurz erzählen, wie es zu dieser Zusammenarbeit kam? Wusstest du von vornherein, dass du mit ihr zusammen schreiben möchtest, oder hast du sie in einem Moment dazugeholt, als du nicht mehr weiter wusstest? Und wie sah diese Zusammenarbeit aus? Saßt ihr tatsächlich zu zweit am Schreibtisch oder habt ihr euch Fassungen hin und her geschickt? Wir kennen uns aus der Volksbühne. Da war sie lange Regieassistentin, hat dann in New York Drehbuch studiert und also haben ein ähnliches Referenzsystem, weil wir am selben Theater im Grunde sozialisiert worden wurden und wussten immer, wir müssen zusammen schreiben und können das sicher auch gut. Weil sie haben einige Male zusammengearbeitet, tun es jetzt gerade wieder. Und interessant ist, dass es jedes Mal komplett anders ist. Also bei Subotnick war es sehr, sehr überschaubar, weil es da in erster Linie aus miteinander reden bestand. Also wir haben eine Woche darüber geredet und zwar ohne festgelegte Arbeitszeiten. Also wir haben uns halt zum Essen getroffen und darüber geredet und plötzlich haben sich zumindest einige Eindrücke und Szenen vervollständigt und verdichtet und dann wurde das innerhalb von einer Woche tatsächlich runtergeschrieben, die erste Fassung. Das ging sehr easy, wo es hingegen schon andere Situationen gab, in denen man 3/4 Jahre nebeneinander am Schreibtisch saß und das lief komplett anders, weil es einfach eine andere Arbeitsweise erfordert hat. Aber genau. Das heißt, ihr habt wirklich zu zweit geschrieben in dieser Woche? Nee, wir haben die ganze Zeit geredet. Ich habe es dann runtergeschrieben, sie ist drüber gegangen. Okay. Und dann haben wir hin und her geschickt, das ist eh immer eine ganz gute Variante. Ich glaube, wichtig in allen Fällen ist, dass jemand federführend ist, entweder die eine oder die andere. Aber das muss irgendwie definiert sein, glaube ich. Und wer war bei euch hier federführend bei dieser Drehbucharbeit? Da war es ich, wenn das komisch klingt, das zu sagen, weil das ist ja wie ein Songschreiben oder so. Wer weiß, wer den größeren Input hat, also wer den größeren Impact hatte auf das Endergebnis. Nur weil ich länger am Schreibtisch saß und da irgendwie das ganze Ding formatiert habe, ist es nicht, dass nicht vielleicht Esther diejenige war, die den entscheidenden Punkt irgendwann angebracht hat. Ja. Kannst du sagen, wie viele Fassungen ihr hattet bis zur Drehfassung, wie viele Fassungen es gebraucht hat? 3 oder 4 in dem Fall. Es gibt aber natürlich auch Projekte, da braucht man 20 oder so. Ja, und war die Verfilmung dann sehr nah an der Drehfassung dran? Ja, Also bis dahin, dass wir während des Drehs noch teilweise umgeschrieben haben und immer angepasst. Da würde ich aber auch nicht sagen, das wird dann eine neue Fassung, sondern das ist eh ganz schön, die Freiheit behalten zu können, eine Szene am Vorabend komplett umzuschreiben. Das ist halt super. Ja. Was würdest du sagen, war allgemein die größte Herausforderung bei der Adaption von Subotnick? Gab es da irgendwas, du hast schon gesagt, du hattest Widerstände bei der Geschichte. Wo lagen die? Was war die größte Schwierigkeit? Unserer Version der Geschichte gegenüber hatte ich keine großen Widerstände. Und interessanterweise gab es die nicht so richtig. Also es gab da, dass dadurch, dass ich glaube, die größte Herausforderung war, alle Beteiligten in die Idee reinzuholen, die ich gerade ja ungefähr versucht habe zu schildern, dass es eben nicht um so ein klassisches Gerichtsdrama und Opfer und Täter geht, sondern um die spezifische Abarbeitung an dem Moment der Kommunikation eines so schrecklichen Erlebnisses oder so. Und dass wir uns da alle auf eine gewisse, sehr respektvolle Forschungsarbeit einlassen müssen. Was bei so einem Fernseh 50 Minuten total überkandidelt klingt. Und was man auch nicht groß verbalisieren kann, das ist eine intuitive Sache. Entweder checken alle die Stoßrichtung oder nicht. So. Und das war aber auch keine anstrengende Herausforderung. Das war nur, doch, es war sehr schwierig, selber auch auf einer Linie zu bleiben, wo man sich nicht überwältigen lässt von dem Splatter-Aspekt, den das Ganze auch hätte haben können.
Also man hätte das sehr viel einfacher und wahrscheinlich auch leichter aufnehmbar erzählen können und ganz andere Effekte herstellen können und so. Und sich dagegen zu wehren und immer wieder im Respekt dieser Frau gegenüber zu bleiben, diesem Opfer im weitesten Sinne, also so, und das fand ich eine Herausforderung, ja. Aber eine gute. Ja, bleiben wir gerade mal bei dem Opfer. Du hast was ganz Interessantes gemacht. Das ist eine der ersten Fragen, die man sich wahrscheinlich stellen sollte, wenn man einen Roman oder eine Geschichte adaptiert. Man muss sich erst mal fragen, aus welcher Perspektive ist das geschrieben? Das ist jetzt hier nicht in der ersten Person geschrieben, der Erzählung. Trotzdem hat Ferdinand von Schirach seine Erzählung sehr nah an Schemer geschrieben, an der Hauptfigur. Ja, es gibt dann ein paar Passagen, die beschreiben irgendwelche juristischen Verhältnisse, beispielsweise die Revision. Du hast diese Perspektive aber aufgebrochen und hast beispielsweise der Zeugin, die gleichzeitig die Geschädigte ist, viel mehr Raum gegeben. In der Kurzgeschichte, da taucht die Zeugin tatsächlich erst in der Mitte auf, nach 15 Seiten. Du eröffnest den Film mit ihr. Wie kam es dazu? Und du endest auch mit ihr praktisch, mit ihrer Schwester, mit dem Setting. Einerseits, weil ich sie im Klassen vor mir gesehen habe. Esther ging das, glaube ich, auch so. Meiner Co-Autorin. Und andererseits, weil wenn man schon eine Geschichte, die sich am Schicksal dieser Person aufhängt, erzählt, muss man die maximal präsent sein lassen. Entweder indem sie als so das Schattenmonster einfach nur im Hintergrund immer so rumwabert und man sie nie richtig zu sehen kriegt und man deswegen die ganze Zeit über sie nachdenkt, oder indem man die Hintergründe miterzählt, damit es auf gar keinen Fall in eine Richtung geht, wo man, was ich gerade auch schon über diese Schema-Figur sagte, wo man denkt, zu wissen, was gemeint ist. Also das war bei dem Casting, bei den E-Castings, die wir gemacht haben, mit den Schauspielerinnen auch total interessant, dass viele der Schauspielerinnen, die für die Vika, die Rumänin, vorsprachen, sich selber von oben gefilmt haben beim E-Casting. Also die saßen also bei sich zu Hause rum, hatten den Monolog und mussten sich ohne große Ansage überlegen, welche Stellen sie sich da raussuchen und wie sie sich dabei inszenieren, was auch eine katastrophale Anstrengung ist. Also das bewundere ich eh alle dafür, das ist ja eine Art von Trockenschwimmen, die nicht auszuhalten ist. Und da will ich überhaupt niemanden für schelten, dass er sich da was Falsches überlegt hat oder so. Aber ich finde es rein psychologisch interessant, dass die meisten meinem Empfinden nach eigentlich versucht haben, eine ARD-Dokumentation über arme, bemitleidenswerte Ostblock-Prostituierte irgendwie zu reenacten, weil sie dachten, so gehört sich das. Und das ist halt ein total, ich wiederhole mich da immer, aber das war so traurig zu sehen, weil man dachte, nee, nehmt euch den Raum und nehmt dieser Person den Raum, der ihr gebührt, und erzählt es anders und individueller, so blöd das Wort doch ist, aber die Individualität ging da zugunsten des allgemeingültigen, viel zu kurz gegriffenen Narrativs drauf oft. So. Ja, und umso wichtiger war es, dass man die echt als coole Bratze da irgendwie am Anfang hinstellt. Also ich mag die wirklich richtig gerne und sehe in der ganz viel anderes als die arme, gefolterte Frau. Ja. Ja, dazu habe ich eine Frage. Eben du nennst, was hast du gesagt, coole Bratze. Also man lernt sie kennen, sie schießt am Anfang, sie ist extrem kämpferisch. Man spürt auch die Liebe zu ihrer kleinen Schwester, die immer wieder erwähnt wird. Sie weint um ihren Hund, also sie hat noch Emotionen übrig und man spürt auch eine Energie in ihr, ja. Also sie reist nach Deutschland, um vor Gericht auszusagen, und sie möchte auch gewinnen. Da habe ich eine Frage zum Schluss. Da taucht ihr Henker praktisch auf, und ich hatte den Eindruck, dass sie da eigentlich relativ widerstandslos mitgeht. Habe ich das falsch gesehen? Nee. Oder ist es ein Stolz? Ist es eine Angst? Warum geht sie da so einfach mit? Einerseits natürlich, weil wenn der Tod dir gegenüber sitzt, dann weißt du, es gibt kein Fliehen mehr. Also es ist ganz klar, wenn der auf die gechillte Art und Weise fast so eine, ist ja fast wie ein, das mochte ich auch, das ist ja fast wie ein Date zwischen denen. Die haben ja auch eine maximal intensive Beziehung zueinander.
Einfach aufgrund dessen, dass der eine den anderen umbringen will. Das ist ja noch intensiver, als wenn der eine mit dem anderen ins Bett will. Also das kurz mal per se. Und andererseits, trotz dieser Hoffnung, die es da kurz noch gibt, nachdem sie sich hat artikulieren können, das ist ja der ganz wichtige Moment, dass sie wirklich das Gefühl hat, als sie aus diesem Gerichtssaal kommt und am Zigarettenautomat steht und raucht, dass sie es hat teilen können und kommunizieren können. Was, glaube ich, das Einzige ist, was irgendwie Heilung eventuell nach sich ziehen könnte, ein Gefühl dafür zu haben, das Elend ist kommunizierbar und ich kann es teilen mit dem Rest der Welt, dass sie unabhängig davon eigentlich natürlich tot ist, so schon. Im Grunde stirbst du, wenn dir was so Schreckliches angetan wird. Oder ein großer Teil von dir ist unwiederbringlich gestorben. Das heißt, sie hat ja auch die ganze Zeit Lila an und so. Das merkt man jetzt nicht unbedingt, aber es war eine Idee des Kameramanns Konstantin Kampian, dessen Vater im Hospiz arbeitet. Und deshalb weiß er, dass die Sterbenden sich total gerne mit der Farbe Lila umgeben und so. Also im Grunde war die auch immer so ein bisschen schon ein Gespenst. Die war oder ist eigentlich schon so ein bisschen auf der anderen Seite. Einfach weil man nicht zurück in eine normale Welt kann, wenn einem sowas Schreckliches angetan wurde. So. Und entsprechend ist auch eins der wenigen realen Verhältnisse, die man überhaupt noch leben und haben kann, leider nicht das zur kleinen Schwester, sondern eher das zum Killer. Weil das ist realer und greifbarer. Das ist wie bei Soldaten, die es gibt ja viele Fälle, man kennt ja russisch Roulette und so. Das haben sich ja Soldaten. Die Kriegsrückkehrer haben sich das ausgedacht, um irgendwie wieder diese Intensität erfahren zu können, die sie im Schützengraben haben erleiden müssen. Und man kommt, viele kommen da nicht mehr raus aus der Sache. Und das ist das Schrecklichste eigentlich. Das ist kein Weg zurück in das, was man als heile Welt irgendwie begreift. So. Ja, wenn du davon sprichst, dass sie innerlich tot ist und man spürt auch vor Gericht diese Momente, in denen sie wirklich sehr still und resigniert wirkt, dann stellst du ihr noch eine andere Figur gegenüber oder an die Seite, kann man sagen, die auch im Buch nicht vorkommt und das ist die Boxerin. Wie kam es zu der Figur? Wie kamt ihr auf die Idee, dieser rumänischen Frau, diese Retterin an die Seite zu stellen? Gibt auch mehrere Gründe für. Einerseits hatte ich das Gefühl, irgendeine Art von Gewalt muss in diesem Film vorkommen, und zwar wirklich körperliche, fleischliche, sichtbare Gewalt und Brutalität. Auf keinen Fall eine Gewalt von Männern an Frauen, sondern im Gegenteil, eigentlich die Härte und das ganze Körperliche sollte spürbar sein durch eine Gegenwehr oder sowas. Also da fand ich kämpfende Frauen gleichzeitig auch als eine Spiegelung dessen, was da irgendwie im Gerichtssaal zwischen diesen beiden gleichaltrigen Frauen passiert. Also die eine verteidigt den Killer und die andere wird danach von ihm gekillt und dabei sind die in ähnlichen Situationen. Das fand ich interessant. Dann die Gewalt, genau, dass die eben sich in so einem Zusammenhang abspielt und dadurch irgendwie spürbar wird zwischen dem ganzen Gelaber. Und dann fand ich auch, ich habe dann irgendwann angefangen, mich das selber gefragt, warum es mir so wichtig war, das reinzubringen, unabhängig davon, dass MMA, sie ist keine Boxerin, sondern Mixed Martial Arts Kämpferin. Das ist eins meiner, das ist eine große Leidenschaft von mir selber. Deswegen hatte ich auch einfach Bock, das mal zu verfilmen oder da was zu drehen. Und im Laufe dessen ist mir klar geworden, man brauchte die auch irgendwie als Vikas Kampfgeist. Also wenn man sich jetzt so weit rauslehnen wollen würde, zu sagen, die ist eigentlich gar keine reale Gestalt, könnte man auch denken, das ist Vikas Kampfgeist, ja. Das ist die Version von Vika, die es schafft, sich da aus dem Auto rauszukämpfen irgendwie und vor Gericht zu sitzen und auszusagen und der Teil, der überlebt hat, ja. Du sprichst immer wieder von dieser Gewalt von Männern ausgehend Frauen gegenüber. Und überhaupt dieses Verhältnis Männer-Frauen scheint dich zu beschäftigen, lese ich mal aus deiner Verfilmung raus. Da gibt es die Sekretärin Jens zum Beispiel. Und es gibt auch wirklich nur eine Szene, die du dem fantastischen Josef Bierbichler alleine gibst, nämlich mit einer älteren Mandantin, die einen jungen Mann sexuell
belästigt hat. Auch diese Szene kommt im Buch nicht vor. Was hat dich dazu gebracht, diese Szene zu schreiben und zu inszenieren? Erstmal muss ich sagen, eigentlich Männer, Frauen, und also das ist eigentlich gar nicht mein Thema, aber diese Geschichte, es ist das Thema der Geschichte und ehrlich gesagt, es ist auch das Thema des Aufeinandertreffens, wenn man so will, von Schirach und mir. So. Und wir sind uns gar nicht irgendwie, also, das hat sich jetzt nicht leiblich abgespielt oder sowas, also wir sind, aber das, also, dass ich da seinen Text über eine Frau in meinem Alter verfilmen muss, das erfordert natürlich eine gewisse Art von Abarbeitung auch an unser Verhältnis irgendwie. Und du hast jetzt gefragt nach der Szene mit der Mandantin, ne? Das war das, wie die da reingeraten ist. Es hat dann einfach irgendwie Spaß gemacht, um ehrlich zu sein. Also auch so aus verschiedenen Gründen. Einerseits leitet es ein, dass Sexismus jetzt inzwischen eventuell auch, also dass wir in gleichberechtigt, also in Zuständen leben, die so gleichberechtigt sind, dass Sexismus auch andersrum auftreten kann. Und andererseits zeigt es ja aber auch, dass es ein völlig absurder Vorgang ist. So. Beides. Also ich finde es eine schöne Diffusion. Ich finde mich da nicht so richtig zurecht. Ich habe keine Ahnung genau, was diese Szene meint. Aber man hat ja gerade auch keine Ahnung so richtig, wie die Verhältnisse eigentlich konkret aussehen. Also ich habe es nicht. Ich weiß nicht, wie Männer gerade zu Frauen stehen oder Frauen zu Männern und wie sich das entwickelt und ob es überhaupt eine Möglichkeit zur Gleichberechtigung geben kann. So. Oder ob entweder das eine oder das andere überwiegt oder es einfach generell nicht zu überwindendes Problem ist. Ich habe keine Ahnung und darum geht es, glaube ich, in der Szene. Ja. Aber wenn du das Verhältnis zwischen dir und Ferdinand Schirach ansprichst, wie oft seid ihr euch begegnet? Und wie hat denn Ferdinand von Schirach auf diese Serie Strafe reagiert? Wir haben vor Jahren mal Silvester zusammengefeiert. Das war sehr nett. Ich kann ihn auch gut leiden, muss ich dazu sagen. Ich habe per se haben wir komplett unterschiedliche Herangehensweisen an Prosa, glaube ich. Was ich bei ihm erkenne und was mir ein bisschen fremd ist manchmal, ist eine Mischung in seinen Texten aus so einer gewissen elitären fast Arroganz und gleichzeitig aber auch so ein bisschen reißerischen Bildzeitungsmodus. Ich finde, das funktioniert total gut und ist maximal literabel, aber das ist was, womit ich, wo ich per se Schwierigkeiten gehabt hätte, mich daran abzuarbeiten. Und umso schöner war es, das dann zu tun und auch zu merken, dass es Spaß macht und dass man da für ganz viel auch total dankbar sein kann, was der einfach literarisch drauf hat, ganz im Ernst und erzählerisch. Und er hatte nichts zu tun, weder mit der Auswahl der Regisseure noch mit der Drehbucharbeit, gar nichts. Also das war auch eine bewusste Entscheidung von ihm, sich da nicht im geringsten einzumischen. Und das war dann sehr rührend, weil uns Regisseuren, die voneinander Arbeit auch bis zu dem Zeitpunkt kaum was mitgekriegt hatten, im Delphi Lux in Berlin alle Folgen vorgespielt wurden. An irgendwie einem Tag letztes Jahr im November oder so, weiß ich nicht. Und Schirach war eingeladen, kam sogar auch, hatte sich eigentlich vorgenommen, vielleicht zur Höflichkeit selber zum ersten Film nur zu bleiben, hatte auch mittags einen Termin und so. Und dann blieben er und seine Begleitung aber den ganzen Tag. Und wir haben diese ganzen Folgen gemeinsam gesehen. Es hat ihm wirklich gut gefallen. Und wichtig daran ist, glaube ich, dass er eben überhaupt nicht involviert war und sich so frei gemacht hatte. Und das war eventuell der ihn ergreifende Moment, dass da diese Universen dieser ganzen Regisseure auf sein Universum getroffen sind und beides dadurch irgendwie zu was gemeinsam transformiert wurde. Es klingt ein bisschen kitschig, aber das war wirklich ergreifend, weil man merkte, Welten sind doch miteinander zu verbinden. So. Das war toll, das war wirklich toll. Okay, das ist das schön zu hören, dass er zufrieden war mit den Verfilmungen. Eine letzte Frage von mir, bevor ich das Mikrofon weitergebe an das Publikum. Wie kamen die Schwäne ins Gefängnis und vor die Boxhalle? Ich glaube, die sind nicht durch Zufall ins Bild gelaufen. Ja, das ist eine. Das, was tatsächlich. Also, ich finde die ja ganz toll und das ist eine der wenigen wirklich irrationalen Entscheidungen, die ich persönlich da getroffen habe am Set. Wir waren in diesem Gefängnis und das Gefängnis, in dem ständig gedreht wird. Also ich kannte das aus 15 Studentenfilmen, aus 15, weiß ich nicht, Soko Leipzig-Folgen und so. Man erkennt es immer wieder.
Und es ist mir irgendwie auf den Keks gegangen, dann ist das so komisch blau gestrichen und so. Und fand plötzlich die gesamte Idee von, man fake da so ein Gefängnisgespräch, wir sind hier ja nicht in Amerika, was soll der Scheiß? Also ein bisschen so war mein Eindruck bei der Location-Besichtigung. Und dann habe ich zum Ausstatter so, dann dachte ich wirklich, was funktionieren könnte, wäre, wenn hier noch Schwäne kurz wären. Also wenn es irgendeine Art von Verzerrung gibt, die auch mal kurz, die wirklich mal kurz markiert, ja wirklich, das sind so, die kurz markiert, da stimmt hier aber auch was nicht. Und man deswegen über was anderes nachdenkt, als das mögliche, also wie realistisch das Setting ist oder so. Und das Schöne ist, dass ich dann einen Ausstatter hatte, Silvester Kotsulek, mit dem ich so eng bin in der Zusammenarbeit, dass es vollkommen klar ist, das ist keine Idee, die man unterdrückt, weil es ist eh eine Schnapsidee, sondern man äußert die und der denkt drüber nach und nimmt es ernst als geäußerte Idee und setzt es irgendwie durch. Dazu muss ich sagen, es war ein Riesenterror mit diesen Schwänen, weil es gab welche in Baden-Württemberg, aber das wollten wir denen nicht zumuten, dass die aus Baden-Württemberg nach Berlin erst gefahren werden müssen. Dann gab es untrainierte Schwäne, da hätten wir aber keine Genehmigung für gekriegt. Und es war ein Riesenaufstand für das arme Ausstattungsdepartment. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. Irgendwie. Also ich bin sehr glücklich über diese Schwäne in dem Film, auch wenn es niemand checkt. Sich alle immer fragen, was der Scheiß soll. Ja. Ja, mir ging es so, ich habe in dem Moment hinter mich geguckt, weil ich dachte, da spiegelt sich was in der Scheibe, bis mir eingefallen ist, wie absurd das jetzt wäre, wenn hinter mir zwei Schwäne stehen würden. Aber damit gebe ich ab. Gibt es Fragen im Publikum? Ja, es gibt mehrere Fragen. Ja. Ah, jetzt. Hi. Ganz herzlichen Dank. Es hat mich sehr gepackt, emotional mitgerissen. Ich fand es in der Umsetzung sehr bestechend. Eine Frage an dich ganz persönlich. Ich studiere Regie. Du bist auch Autorin, hast es inszeniert, habe ich gesehen. Was ist dein persönlicher Zugang zu diesem Stoff und wie hast du den quasi intensiviert? Also wie sah deine Recherche aus? Das ist eine Frage, auf die ich, so schade, dass ich dich nicht sehe. Hallo, ich sehe dich leider nicht, aber ich habe dich sehr gut gehört. Vor ein paar Jahren hätte ich darauf noch geantwortet, dass man überhaupt keinen eigenen persönlichen Zugriff auf sowas wie eine Figur oder einen Stoff entwickeln muss, sondern dass alles irgendwie durch Technik und gute Laune und guten Humor irgendwie bearbeitbar ist. Ich glaube aber, das ist totaler Schwachsinn. So, ich glaube, auf jeden Fall in diesem Fall, um die Leute, die man da erzählt, ernst zu nehmen, muss man es irgendwie in sich selber finden. So pathetisch das jetzt klingt, aber das meine ich total. Und diese und ich glaube, diesen, also was mich, also, vielleicht habe ich mich deswegen dann auch auf diese Rumänin da in ihrer Aussage so konzentriert, weil das was ist, was glaube ich jeder kennt und in unterschiedlichen Intensitätsgraden oder so. Aber damit konnte ich wirklich was anfangen. Einerseits mit deren Sprachlosigkeit, wo sie dann um Worte kämpft und um eine Ausdrucksweise kämpft. Und andererseits aber auch, und das ist auch nicht uninteressant, habe ich auch eine Spiegelung gesehen in dem Verhältnis von Shamer zu dieser Wirtschaftskanzlei. Ne? Also wo sie gegen ihren moralischen Kodex irgendwie handelt, um aufzusteigen, weil sie denkt, das ist jetzt das Richtige. Irgendwie gibt es diesen Moment ja auch in sowas wie meiner Zusammenarbeit mit RTL, so blöd es klingt, aber man wird praktisch als Underdog, als der ich, glaube ich, eingekauft worden bin, also als irgendwie eine subversive, unabhängige Regisseurin, kriegt man plötzlich eigentlich von dem vermeintlichen Feind, nämlich der Bertelsmann-Gruppe, die der Chef ist, also dieses Relaunch von RTL Plus, gesagt, mach, was du willst, wir brauchen dich hier. Also ein bisschen ist das auch eine Art von die Feinde einkaufen, so. Und das war interessant, das immer so als Parallelhandlung so im Kopf zu haben, dass ich im Grunde da so ein bisschen was Ähnliches mache wie Shamer, nämlich in einem Aufstiegsgedanken gegen meine moralische Überzeugung handeln, von der ich gar nicht mehr sicher bin, ob sie stimmt oder nicht. Ja, vielleicht ein bisschen zu ausführlich, aber das, man findet immer irgendwas in sich selber wieder von dem, was man dazu erzählen hat, glaube ich wirklich. Zwischenfrage. Inszenierst du weiterhin für RTL Plus? Also bist du jetzt bei irgendwie, ich weiß nicht, bei Prince Charming gelandet? Oder Prince Charming würde ich, da würde ich lieber mitmachen, glaube ich, als es zu inszenieren. Nee,
Ja, weil die Arbeitsbedingungen waren phänomenal. Wenn Sie das nochmal so hinkriegen, ja natürlich. Was bleibt mir anders übrig? Ich muss ja irgendwie, also so, es waren wirklich tolle Arbeitsbedingungen, von denen ich so in dem Ausmaß auch noch nie gehört habe. Nur zwei Sätze noch zu der Recherche. Bist du ins Milieu rein, bist du am Kurfürstenstraße, hast du Menschen getroffen? Also das würde mich noch brennend interessieren. Danke. Das ist, ich dachte eigentlich, ich mache das. Und habe dann irgendwie 2, 3 Dokumentarfilme. Es gibt einen ganz, ganz tollen Dokumentarfilm, falls ihr den noch nicht kennt. Der ist der beste über das Thema überhaupt, meines Erachtens, von Michael Glavogger. Und der heißt Whore's Glory. Und es geht um Prostituierte in Bangladesch, Mexiko und Thailand, glaube ich. Und es ist unfassbar, also, weil es auch so viel mehr erzählt über die Zustände in diesen Ländern als nur über Prostitution oder so. Und dann dachte ich aber irgendwann, es ist total wichtig, das wegzuholen von so einer Frauen- oder von so einer rein weiblichen Nische, und habe sehr viel gelesen über Lebensberichte, also über Lebensberichte von Folteropfern eigentlich. Weil ich es recht wichtig fand, es ein bisschen wegzuholen von dieser reinen, also von dieser Sexnummer, sondern, und nicht nur über eine Frau zu erzählen, sondern über einen Menschen, dem irgendwie die Existenz geraubt wurde durch Folter. So. Das ist vielleicht interessant zur Recherche, dass es nicht explizit in dem Milieu stattfand, sondern ich das Bedürfnis hatte, das ein bisschen universeller irgendwie aufzuladen. Ja. Ja. Gut, nächste Frage. Mich würde interessieren, du hast ja an verschiedenen Stellen schon gesagt, dass du versucht hast, bestimmte Klischees eben nicht aufzugreifen oder nicht nochmal irgendwie zu zeigen. Aber das ist ja oft gar nicht so einfach, weil wir nun mal alle mit bestimmten Klischees auch im Kopf sozialisiert sind und das so als Normalität oder Norm oft einfach halt im Kopf existiert. Und da wollte ich fragen, wie einfach fällt es dir, eben diese Klischees nicht zu bedienen und Geschichten und vor allem auch Charaktere anders zu erzählen? Oder gibt es da irgendwelche Tricks sozusagen, die du machst? Ist es was, wo du aktiv immer dagegen ankämpfen musst, oder fällt dir das sehr einfach? Das ist so, ich habe jetzt kurz Sorge, dass du alle Klischees, die du da entdeckt hast, erstmal aufzählst und wo es irgendwie nicht aufgegangen ist, dieses Konzept, die Klischees zu umgehen. Das kann man ja einfach nicht immer. Und wenn man sich diese Kanzlei anguckt und so, und wie die, und auch Sepp, also dieser, also der Kanzleichef, der, das ist ja alles auch ein bisschen Klischee, und es macht ja auch Spaß, damit zu spielen. Aber was ich glaube oder was ich versuche, mir jetzt innerhalb der nächsten Jahre auch nochmal endgültig beizubringen, ist, man braucht schon ein Verhältnis zu einer Person, die man erzählt, das ein bisschen über das emotionale Normalmaß hinausgeht. Man spürt schon, ob die einen selbst interessiert oder nicht. So. Und das tun die Leute nicht, wenn man sie unaufrichtig entwickelt hat oder so. Ich glaube, auch in Klischees können totale Eigenarten stecken und so. Und solange es Spaß macht, fair enough. Aber ich glaube, man spürt, ob eine Figur so ein Pappaufsteller ist, die für irgendwas stehen soll, und man hat sich nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, oder ob es da irgendeinen Kniff dran gibt, der einen selber aufregt. Man spürt das. Entweder man interessiert sich für die oder nicht. Und wahrscheinlich ist dann am Ende sogar egal, ob Klischee oder nicht. Aber ja. In dem Fall war es, glaube ich, wichtiger, Klischees zu umgehen, weil es in Bezug auf diese beiden Frauen so viele Klischees gibt, ganz einfach. So. Und die diese Frauen neutralisiert hätten. Ja. Ich wollte noch eine Sache sagen zu diesem Dolmetscher. Ich muss sagen, ich war fast schon froh, dass es den gab, weil der hat für mich in diesem Raum, wo keine Art von irgendwie Menschlichkeit mehr übrig war, hat der das für mich da reingebracht. War das so ein bisschen der Plan auch für diese Figur? Oder was war der Gedanke dahinter? Ich war froh, dass es den gab, muss ich ganz ehrlich sein. Das ist schön, dass du das sagst. Ich mag den ganz gern, weil er ja so eine Mischung ist aus, und deswegen war ich auch so dankbar für diesen Schauspieler David Ruland, dass er das so begriffen hat. Der ist ja ein bisschen eine Mischung aus irgendwie selber auch Freier, also der könnte auch so ein komischer Freier sein, und gleichzeitig ist er so ein ganz lieber, zugewandter, nüchterner Teddy. Und man ist auch froh über diese Bürokratie fast, glaube ich. Und man weiß auch,
die sind so ein Team, so ein gutes. Also das gefällt mir irgendwie ganz gut daran. Und ich glaube, es hilft einem auch vielleicht, ich glaube, man kriegt sie viel besser mit dadurch, dass man nicht versteht, was sie sagt, sondern erst für einen übersetzt. Ich glaube, dadurch spürt man sie mehr, komischerweise. Ich kann mir aber auch nicht erklären, warum. Und ich halte ihn gar nicht so groß für einen Puffer. Ich halte ihn eher für so einen Schutz zwischen dem Elend dieser Person und dem Zuschauer, der das irgendwie von ihm erklärt kriegt. Sondern im Gegenteil, ich halte ihn für eine gute Verbindung zu dieser Person. Weil ohne ihn wird man sowieso abschalten. Hätten wir das jetzt alles untertitelt, ihre rumänische Aussage, ich glaube, man wäre nach 5 Minuten also 5 Sekunden gelangweilt wahrscheinlich schon, wenn man das Konzept durchschaut hätte und hätte nichts mehr mit ihr zu tun. Ich glaube, man ist ihm dankbar dafür, dass man sie durch ihn besser mitkriegt, als man es ohne ihn tun würde. Ja, das stimmt. Hat sehr gut funktioniert auf jeden Fall, die Figur. Dankeschön. Ja, es gibt weitere Fragen. Das Mikrofon muss nur kurz ein paar Meter wandern. Kleinen Augenblick. Ich wollte einmal zu der Digicam fragen und zu dem letztendlichen Henker, der ja irgendwie diesen kleinen Tick hatte, Orte zu fotografieren. Oder einmal die Schwäne, die davor schon aufgetaucht waren. Und am Ende dann diesen Sonnenaufgang. Hört ihr mich noch? Ja, nee, ich hatte nur die Frage, also was dieses Bild oder dieser Moment, ob es da irgendein, was die Intention dahinter war. Das ist gut identifiziert, weil das war eine Idee vom Kameramann, von Konstantin, der irgendwann sagte, eigentlich wäre es doch schön, wenn dieser Killer so eine künstlerische Seele hätte und der fotografiert dann irgendwie. Es wäre doch schön, wenn er immer so fotografieren würde. Und ich so, ja, super. Und das ist ja auch schön. Also der fotografiert dann den Sonnenuntergang und dann sieht er so 2 Schwäne und hält die auch noch fest. Und wir haben sogar eine Szene gedreht, wo er, das sollte ursprünglich die Schlussszene des Films sein, alles beim Dreh entstanden tatsächlich, stand nicht im Buch, sondern war irgendwie, relativ spontan, sollte die Schlussszene des Films sein, wie der so durchscrollt seine Fotos und das sind dann so hochromantische Sonnenuntergangaufnahmen und sowas und zwischendurch immer mal so Leichenteile, also wo er dann dokumentiert, wen er alles für den Auftrag, also für den Menschenhändler umgebracht hat und dann aber wieder Familienfotos und irgendwie eine Ente auf dem Teich und so. Das fand ich eigentlich eine super Idee, hat es dann nicht reingeschafft, weil es fast so, weil es ein bisschen zu plakativ war. Aber an sich stimmt das natürlich. So eine Killerseele funktioniert, glaube ich, so. Du hast da irgendwie die Kinderfotos und die Entenfotos und zwischendurch mal so ein abgehacktes Bein irgendwo vergraben oder so und dann geht's weiter. Das ist schon, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Ja, ich wollte nur kurz sagen, dass ich wirklich tief beeindruckt von dem Film war. Also ich muss wirklich sagen, es hat so echt und ehrlich gewirkt. Und es hat genau, wie du gesagt hast, nicht irgendwie hier jetzt so eine belehrende Dokumentation gewirkt, sondern wie eine ehrliche, sehr persönliche Auseinandersetzung mit den Figuren. Und das muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Ich habe dich gerade gegoogelt und gelesen, dass du ja erst 30 Jahre alt bist. Also das finde ich schon krass. Sorry, ich muss wirklich sagen, Hammer, genau. Aber was ich mich jetzt doch gefragt habe, ist, inwieweit sind es denn jetzt, weil ich dachte die ganze Zeit, als ich den Film angeschaut habe, dass das wirklich geschehen ist, aber jetzt habe ich nochmal gegoogelt und das sind Kurzgeschichten, oder? Das sind nicht Sachen, die dem Herrn Ferdinand von Schirach wirklich zugestoßen sind. Nee, ihm schon mal gar nicht. er hat als Anwalt lange ja gearbeitet. Und in seinen Kurzgeschichten, eigentlich ist sein Konzept immer gewesen, da verschiedenste Fälle zu verschneiden. Die sind alle extrem verfremdet, haben aber immer irgendeinen wahren Kern oder Ursprung. Also ich nehme an, das ist eine ins Extrem gesteigerte Variante von einer Kombination aus 2 Fällen oder so, die er mal begleitet hat. So schreibt er eigentlich immer. Aber was da der reale Hintergrund ist, das hat er nicht erzählt.
Ja, vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Ja, da ist noch eine Frage. Ja, ich wollte mich auch erstmal bedanken. Ich war auch sehr beeindruckt und wollte nachfragen, weil jetzt das Stichwort Ehrlichkeit auch schon fiel. Und ich das Gefühl hatte, dass der Film zwischendurch ja wahnsinnig pur sich anfühlt, oder eben natürlich, gerade was die Schauspielführung angeht. Wie du da vorgehst, also probst du viel, probst du gar nicht, ob du da ein bisschen was zu erzählen könntest? Erstmal Dankeschön. Und also ich probe selten, also ich probe nicht viel. Den Monolog haben wir geprobt ausführlich, aber also den Monolog von Vika im Gerichtssaal. Da ist auch noch interessant zu wissen, dass da niemand vom Team im Gerichtssaal gewesen ist, zumindest bei zwei Takes nicht. Wir haben die Kameras fixiert bei den ersten beiden Aufnahmen und 20 Minuten einfach sowohl sie als auch ihn in dem realen Setting reden lassen. Und nicht mal der Kameramann, nicht mal Ton, wir waren alle draußen. Und das ist so eine Minimalveränderung, die total viel bewirkt. Und was ich auch viel mache immer, ist die geschriebenen Szenen spielen zu lassen und Kamera laufen zu lassen und zwei, dreimal hintereinander spielen zu lassen, bis sie den Text nicht mehr sagen dürfen, den sie auswendig gelernt haben. Und dann passiert immer irgendwas Interessantes. Was nicht bedeutet, dass die ganze Szene dann improvisiert im Film landet oder so, aber sobald die so gelangweilt sind von dem, was sie da aufsagen müssen, die Schauspieler, bei vielen verhält es sich zumindest so, also das habe ich immer so erlebt, ist es total geil, was sich dann ausbreitet, weil dann ist es, als wäre der Inhalt der Szene in die so tief reingesickert, dass sie einfach alles machen können und es stimmt. Das klappt immer total gut, finde ich. Die spielen lassen, laufen lassen, irgendwann dürfen sie den Text nicht mehr sagen, sollen irgendwas machen. Und zumindest kriegt man dann Momente, die man später reinschneiden kann, die das alles so meinem Empfinden nach sehr direkt real aufladen oder so. Klappt überhaupt nicht immer, aber das ist irgendwie ein guter, effizienter Trick. In meinen Augen besser als Proben, weil durch Proben ja die Szenen auch immer so entjungfert sind. Also ich merke das schon immer, wenn ich Szenen aus dem Buch beim Casting spielen lasse, sind die im Film immer so viel schlechter, als sie beim Casting waren. Man selber hat kaum noch einen Bezug zu denen. Deswegen ist es auch immer ganz gut, mit buchextern Szenen zu casten eigentlich sogar. Ja. Gibt es noch Fragen? Letzte Chance. Nee, es sieht nicht so aus. Helene, ich bedanke mich im Namen der ganzen Filmakademie dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich wahnsinnig, dass es überhaupt noch stattfinden konnte. Wir bedauern es natürlich sehr, dass du hier jetzt nicht persönlich saßt. Aber ich glaube, an Informationen hat es nicht gemangelt und interessanter hätte es nicht sein können. Vielen Dank dir. Und danke, ich hoffe, euch, dass wir dir irgendwann hier mal persönlich begegnen dürfen. Ja, das hoffe ich auch. Und ich wünsche dir alles Gute für deine nächsten Arbeiten mit RTL Plus. Vielen Dank.